Willkommen beim Espresso to go mit Marco Buschmann, der konzentrierten Portion Politik hier aus Berlin-Mitte. Diese Woche beraten wir den Haushalt des Bundes unter Corona-Bedingungen. Und da ist ein Gedanke zentral. Solide Finanzen machen den Staat krisenfest. Denn nur mit soliden Finanzen hast du Kreditwürdigkeit. Und das bedeutet, dass du dir in Krisenzeiten das Geld leihen kannst, das du brauchst, um die Krise halbwegs ordentlich zu überstehen. Und so einfach wie dieser Gedanke klingt, so klar sind auch drei Folgerungen, die sich daraus ergeben. Gedanke Nummer eins. Corona-Schulden müssen wir nach Corona wieder abtragen. Denn sonst gefährden wir unsere Kreditwürdigkeit. Und das bedeutet, dass wir vielleicht in der nächsten Krise uns dann nicht mehr die notwendigen Hilfsmaßnahmen leisten können. Das kann keiner wollen. Gedanke Nummer zwei. Je höher wir die Schuldenberge heute auftürmen, desto bitterer wird es morgen, diese Schuldenberge wieder abzutragen. Denn das würde möglicherweise dann Steuererhöhungen bedeuten, das würde Leistungskürzungen für die Bürger bedeuten und das kann keiner wollen. Deshalb dritter Gedanke, der smarteste Weg, um Schuldenberge abzutragen, ist Wirtschaftswachstum. Denn wenn die Wirtschaft wächst, dann wachsen auch die Einnahmen des Staates, ohne dass man die Steuerschraube anziehen muss. Und wenn man dieses Geld dann zum Schuldenabbau nutzt, tut das keinem weh. Und daraus ergibt sich eigentlich das Haushaltskonzept der FDP diese Woche, weil wir zwei Dinge tun. Wir sagen, erstens muss man natürlich bei Corona helfen, man kann es aber mit der Hälfte der Neuverschuldung tun. Weil von den 180 Milliarden neuer Schulden, die die Große Koalition aufnehmen will, geht ein Großteil letztendlich in so eine Art Rücklage, eine Wahlkampfkasse von Herrn Scholz. Und zweitens bemühen wir uns, Entlastung möglich zu machen. Und Entlastung, steuerliche Entlastung, haben einen Riesenvorteil. Die kurbeln die Wirtschaft an, die triggern private Investitionen. Und das ist das Element Wirtschaftswachstum, mit dem wir dann hinterher die Corona-Schulden smart wieder abtragen können. Und deshalb ist es auch das smarteste Steuerkonzept, das es diese Woche hier zu hören gibt. Natürlich von den Freien Demokraten im Deutschen Bundestag. Wenn euch diese Folge meines Espresso gefallen hat, dann folgt doch der Fraktion der Freien Demokraten und mir auf unseren Kanälen in Social Media. Und wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Wir antworten bestimmt. Ach, eins habe ich noch. Red Pulse Corp behauptet, ich sei ein Roboter. Das stimmt natürlich nicht. Jeder weiß, dass ich Vulkanier bin. Und im Übrigen, das geht an euch alle raus. Habt ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und bitte bleibt alle gesund.